Hilfe brauchen vor allem die Menschen, die noch auf der Flucht sind. Um nach Europa zu kommen, sehen die nämlich oft keine andere Chance, als sich in die Hände von Schleusern zu begeben. Mehr als 2.300 davon hat die Bundespolizei allein in diesem Jahr bereits verhaftet. Das klingt nach entschlossenem Handeln und Erfolg, aber was sich gut anhört, ist letzten Endes nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn das Geschäft mit der Hilflosigkeit der Flüchtlinge boomt unvermindert. Bahnhof Berlin-Schönefeld. Am späten Abend endet hier ein Sonderzug aus Salzburg. 552 Flüchtlinge sind an Bord und endlich am Ziel. Und alle, mit denen wir sprechen, haben Schlepper für ihre Schleusedienste bezahlt. Jeder kennt die Preise. Es kostet ungefähr zwischen 900 und 1200 Dollar. Ich habe 1000 bezahlt, um von der Türkei nach Griechenland zu kommen. Ganz offen bieten Schleuser in den sozialen Netzwerken ihre Dienste an, wenden sich auf Arabisch direkt an Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Wie das Facebook-Mitglied Abu Amar Reisen. Es wirbt für illegale Touren nach Europa. Wir wollen wissen, was die Schleuser den Flüchtlingen alles erzählen. Ahmed ruft jemanden an, der seine Dienste im Internet anbietet. Ich bin gerade in Istanbul und will nach Griechenland. Gibt es derzeit Touren? So à la will, ja. Per Boot auf die Insel Kos. Du musst nur nach Izmir kommen. Ist es nicht gefährlich, gerade für die Kinder? Nein, nein, im Gegenteil. Es wird nichts passieren. Was kostet das? 1250 Dollar pro Person. An dem Preis? Kann man nicht rütteln? Mein Bruder, das ist der beste Preis. Bei anderen kriegst du es billiger. Es ist dann aber auch unsicherer. He told me lies. Er hat mich angelogen, aber ich weiß es besser, weil ich alles selbst miterlebt habe. Er macht sich nur um sein Geld Sorgen. Wenn die Leute untergehen, ist ihm das egal. Wenn du als Flüchtling irgendwann erst am Boot stehst und siehst, was da los ist, dann kannst du nicht mehr zurück. Dann musst du das Ganze zu Ende bringen. Wir sind in Istanbul, auf dem Aksaray-Platz, Dreh- und Angelpunkt für tausende Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Deutschland. Nach Sonnenuntergang beginnt die Hektik, alles läuft konspirativ ab. Nur die grauen Tüten mit Schwimmwesten verraten das Ziel. Wir drehen verdeckt. Es geht um viel Geld, überall lauern Mittelsmänner. In kleinen Gruppen werden die Flüchtlinge von ihren Schleusern zu Transportern oder Bussen gelotst. Mit dem Bus geht es jetzt an einen geheimen Ort, an dem die Flüchtlinge in Boote gesetzt werden. Nach einigem Telefonieren gelingt es uns, einen Schlepper zu finden. Er nennt sich Maradona, ist selbst Flüchtling und schleust vor allem seine Landsleute, Kurden aus Syrien, aus Mitgefühl, wie er beteuert. Über den Aksaray-Platz sind schon Zehntausende geschleust worden. Das ist ganz einfach. Die Leute aus Syrien kommen hierher, dann erhalten sie die Information, dort ist ein Hotel, dort sind die Büros, der Schlepper und dort ist der Treffpunkt. Inzwischen bekommt man auf dem Aksaray-Platz auch so ziemlich alles, was man für die Flucht braucht. Rund um den Platz blüht das Geschäft mit den Flüchtlingen. Früher verkauften die Händler Souvenirs an Touristen. Jetzt gehen Rucksäcke, Regenkleidung und vor allem Schwimmwesten über den Tresen. Die Schleuse sind durchorganisiert bis nach Deutschland. Hier wissen die Behörden kaum noch, wohin mit den vielen beschlagnahmten Schleuseautos. Hier im bayerischen Pieding an der deutsch-österreichischen Grenze kommen immer neue Wagen hinzu. In jedem der Autos saßen einmal Flüchtlinge, eingepfercht auf den Lebensgefahr. Am Landgericht im benachbarten Laufen werden alle 20 Minuten Schleuser verurteilt. Es geht los früh um 9. Der erste ist ein Ungar, der angeblich aus Mitleid eine syrische Familie nach Deutschland bringen wollte. Er bekommt 9 Monate ohne Bewährung. Der zweite, ein Marokkaner, bekommt 8 Monate ohne Bewährung. Der dritte, wieder ein Ungar, 9 Monate auf Bewährung. Und so geht es den ganzen Tag. Der vierte Angeklagte, der fünfte. Bis zu 10 Schleuserprozesse schaffen Richter und Staatsanwalt an einem Tag. Und die Arbeit geht ihnen auch in Zukunft nicht aus. Wenn sich das herumspricht, dass hier wieder kontrolliert wird, werden wohl dann andere Wege beschritten werden. Das wird wieder wie früher, als es die Grenzkontrollen ja generell gab. Werden vielleicht wieder Schleusungen über die grüne Grenze durchgeführt werden. Gerade bei uns im gebirgigen Raum gibt's Wege, wo keine Kontrollen wohl stattfinden können. 2380 Schleuser wurden in diesem Jahr in Deutschland festgenommen. Das Geschäft mit der Not der Flüchtlinge geht trotzdem weiter. Und schärfere Grenzkontrollen werden die Preise der Schlepper wohl drastisch nach oben treiben.